Kunstart. Auch in Deutschland werden die fantastischen Comics des Franzosen Marc-Antoine Mathieu entdeckt. Treten Sie ein in das Universum des Marc-Antoine Mathieu. Eine Wolke aus mikroskopisch kleinen Pfeilen. Ein Comic-Künstler erschafft einen Kosmos aus Installationen im Live-Bunker in Saint-Nazaire. Venin ist die Richtung. Es ist wie ein nach außen gestülptes Labyrinth. Es geht um eine Art Entgrenzung und dieser Raum selbst vermittelt das schon. Das Live ist so groß, man ist automatisch verloren. Die Bühnengestaltung und die Regie unterstützen dieses Gefühl. Also man spielt mit Schatten und Licht, den Bildern, zeitlichen Verzögerungen, um schließlich dafür zu sorgen, dass sich der Besucher darin verliert. Ja, man kann, man soll sich verlieren bei Marc-Antoine Mathieu. Seine Ausstellung basiert auf seinem Comic Die Richtung. Ein Mann verloren in einer Welt, deren Sinn er nicht versteht. Seine Erzählungen voller Surrealitäten, voller Brüche, Katastrophen und Irritationen. Etwa wenn einer seiner Helden sich selbst in einem Comic entdeckt und sich fragt, ob sein Leben vorherbestimmt ist, durch eben diesen Comic. Die Überraschung, die Katastrophe, der Bruch in einer Erzählung wirft uns zurück auf unsere eigene Relativität, welchen Bezug unser Handeln eigentlich zur Wirklichkeit hat. Denn wir wissen ja, dass es die Wirklichkeit gar nicht gibt. Alles ist relativ. Surreal gezeichnete Traumwelten, deren physische Grundlage schließlich selbst durchbrochen wird. Eine Spirale wird dreidimensionale Wirklichkeit, genauso wie ein Zeitloch zum realen Papierloch wird. Oder die hyperrealistische Zerlegung einer dreisekündigen Szene durch einen zigfach gespiegelten Lichtstrahl, der nebenbei aufzeigt, wie viel parallel, ohne jeden Bezug zueinander existiert. Experimente wagen. Mir fällt selber schwer zu verstehen, warum ich das immer mache. Vielleicht ist es eine Angst vor Langeweile. Und mit diesen Überraschungen, diesen Experimenten, kann ich meinen Alltag als Künstler anreichern, ihn aufladen. Die Verlorenheit in der modernen Welt, die Suche nach Sinn. Marc-Antoine Mathieu entwirft hintergründige philosophische Zeichnungen. Die Ausstellungssens, auf Deutsch die Richtung, hat er selbst gestaltet. Auch das Bühnenbild. Der Titel ist ein reiches Spiel mit Bedeutungen. Sens bedeutet im Französischen eine Sinngebung, aber auch der Sinn, ganz allgemein in einer philosophischen Bedeutung. Aber Sens, also S-E-N-S, ist gleichzeitig die Abkürzung für Sens et non-Sens, also Sinn und kein Sinn. Und dieses kein Sinn kennen wir auch als Nonsens. Da geht es also um Humor und um die Absurdität des Lebens. Also wie etwa Camus den Existenzialismus versteht. Der Mensch als absurde Existenz, also immer auf der Sinnsuche. Wo treibt uns dieses Leben hin? Welchen Weg nehmen wir? Was ergibt Sinn, was ergibt keinen Sinn? Marc-Antoine Mathieu stellt Lebensfragen.
Mit seinem zeichnerischen Kosmos hat er einen gelungenen Rahmen gefunden, um auf unsere Welt zu schauen. Am Anfang ist ein Pfeil und ein Mann, ein namenloser Mann. Wohin geht er? Das ist Richtung von Marc-Antoine Mathieu. Der Intellektuelle des modernen französischen Comics schickt einen Mann auf seinen Weg. In einem Buch ohne Worte. Es gibt nur Pfeiler. Wegweiser im Labyrinth des Lebens. Eine Bilderreise. Philosophisch. Hypnotisch. Da geht's lang. Richtung von Marc-Antoine Mathieu ist erschienen bei Reprodukt.